Die Bibliothek für Jugendbuchforschung hat mittlerweile an die 200.000 Kinder- und Jugendbücher. Dazu kommen Comics und Manga in einer Höhe von etwa 60.000 Medieneinheiten. Es gibt unendlich viel zu erforschen und die Sammlung wird auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt bedeutsamer. In der Sammlung befinden sich Kinder- und Jugendbücher aus früheren Jahrhunderten, aus dem 16., 17., 18., 19. Jahrhundert. Was bedeutet es für Sie, mit solchen alten Büchern zu arbeiten? Und dürfen die Studenten diese historischen Bücher in die Hand nehmen? Ich habe immer das Gefühl, wenn Sie diese Bücher in der ersten originalen historischen Ausgabe lesen, Sie können ein bisschen sich vorstellen, wie sah denn der Leser des 18., des 17. Jahrhunderts aus. Was hat der in der Hand gehabt? Abgesehen davon, dass die Texte, wie wir sie heute in Leserausgaben haben, die sind ja sehr stark bearbeitet. Da ist die Rechtschreibung angepasst, da ist die Zeichensetzung angepasst. Da sind grammatische Formen, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, verändert. Es ist etwas ganz anderes, ein Kinderroman oder ein Jugendroman in einer Reproduktion von heute zu lesen oder in einem originalen Werk. Ja, es wäre zu schön, wenn wir diese alten Exemplare in unsere Seminare mitnehmen könnten. Das ist aus konservatorischen Gründen ausgeschlossen. Sie bleiben Forschern vorbehalten. Aber in jüngster Zeit können wir den Studierenden einen wirklich hervorragenden Eindruck von der alten Literatur verschaffen, auch von den Illustrationen. Die wichtigsten Bücher, die im Unterricht in den Seminaren behandelt werden, können wir digitalisieren. Das ist für uns ein ganz großer Fortschritt. Die Universität ist im Oktober 1914 gegründet worden, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Haben Sie Bücher aus diesem Zeitraum? Ich schätze, dass es etwa 100 Titel sind, die wir aus den Jahren 1914 bis 1918 haben. Es ist mit Kriegsbeginn eine große Anzahl von Bilderbüchern, Kinderbüchern, Jugendbüchern, aber auch Mädchenbüchern erschienen, die die jungen Leser mit dem Kriegsgeschehen konfrontieren. Wir planen, einen Teil dieser Bücher in einer kleinen Ausstellung der Öffentlichkeit zu zeigen. Hier ist ein Beispiel eines Bilderbuchs für Kinder aus dem berühmten Bilderbuchverlag Josef Scholz in Mainz, erschienen 1915. Und es ist ein Bilderbuch über das Frontgeschehen, über das Kampfgeschehen. Es gibt eine Fülle von Kampfhandlungen, die hier abgebildet sind. Wir sind heute ein bisschen geschockt, wenn wir dies als Bilderbuch für Kinder identifizieren. Aber in dieser Zeit hat man den Kindern hier ein Stück weit Realität vermittelt. Interessant ist, wir haben hier die Kavallerie am Anfang und das erinnert mehr an den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Aber schon ein Bild weiter sieht man den modernen, den industrialisierten Krieg, den Maschinenkrieg kommen. Hier sehen Sie Haubitzen abgebildet, also ein gewisses Spannungsfeld ist hier drin. Wir würden heute sagen, eine sehr realistische und auch sehr harte Kost für Kinder im Bilderbuch.